das macht natürlich Freude, so ein bisschen über die Landschaft zu fahren mit einem alten Traktor. Der eine oder andere, der hat natürlich eine richtige Leidenschaft. Und genau das ist unser Thema heute im Treffpunkt, dem ich Sie recht herzlich begrüße. Traktorleidenschaften. Ja, wir haben für Sie einen ganz jungen Oldtimer-Bastler kennengelernt, der gerade mal mit Mitte 20 schon im Besitz ist von 11 Lanz Bulldogs. Wir besuchen für Sie eine Traktorschule und zwar zum Rückwärtsfahren für Frauen. Und wir haben einen tollen Tipp für Sie, wo man mal so einen Traktor einfach mal am Wochenende ausleihen kann, um mal eine Ausfahrt zu machen. Aber loslegen wir jetzt mit einer ganz außergewöhnlichen Reise mit einem Traktor. Zwar geht's los in Almendingen bei Ehingen, aber es geht in eine tolle Richtung. Nur bergauf Richtung Großglockner. Jawohl! Die Großglockner Hochalpenstraße. Für viele, die es steil und kurvig mögen, ein Traumziel. Auch für Traktoristen. Gerhard Rapp und Karl-Eugen Seiter aus Almendingen bei Ehingen wagen das Abenteuer. Frühmorgens um 7 Uhr im Hof der Familie Seiter. Der Hausherr ist gut gelaunt. Mit seinem Bekannten Gerhard geht er auf die große Reise zum Großglockner. Mit dem Traktor. In einer Metallbox wird das Reisegepäck verstaut. Also fahren wir los. Die Strecke Ehingen, bis diese. Du weißt es ja. Ja. Ich fahre hinter dir, dann müsste es dabei. Und wenn irgendetwas ist, dann gibt es halt ein Zeichen, eine Lichthube. Spätestens, wenn wir einander nicht mehr sehen, muss auch noch halten. Ja, ja. Die Traktoren sind Oldtimer, aber bestens gewartet. Ja, natürlich gehen in die Halleinspektion. Alles, Ölwechsel, durchchecken, abschmieren. Elektrische Anlage, schmieren, Batterie, Kühler. Wasser dazugeht, Luftfilter, alles. Also da ist alles perfekt. Wie haben Sie die Tour rausgefunden? Wie haben Sie das gemacht? Auf der Landkarte Ehingen-Bruck. Und da ein Lineal gelegt und einen Strich gemacht. Und dann an diesem Strich guckt, dass Sie da entlang kommen. Also dann. Kommt bitte gut heim. Ja, machen wir's. Tschüss. Alles dabei. Ja. Okay. 7.30 Uhr, es geht los. Die Sonne ist gerade erst aufgegangen und es ist noch ziemlich kalt auf dem unbeheizten Traktor. Wenn die Donau überschritten ist, steigt das Reisefieber. Fast 400 Kilometer wollen sie in 2 Tagen bewältigen. Eine echte Herausforderung für Mensch und Maschine. Bis jetzt läuft es prima, ja, einwandfrei. Und wenn es so weitergeht, dann bin ich zufrieden. Ich habe bloß zum Eingang gesagt, er soll 2-3 Kilometer langsamer fahren, weil der meine ist nicht ganz so schnell wie seiner. Sonst wird der Abstand mit der Zeit zu groß. Ist ja ein bisschen kalt morgens, oder? Nein, geht. Gut anzogen? Ja, ja. Ich meine, ich habe im Gegensatz zum Eingehen eine geschlossene Kabine, da ist es mit der Temperatur etwas erträglicher. Aber der Eingehen ist das gewohnt so. Dann heißt es Kilometer fressen. Das bedeutet im Schnitt rund 30 Kilometer pro Stunde. Alles Landstraße durchs tiefste Bayern. Und dann, nach einigen Stunden Fahrt, das erste Highlight. Da sind die Alpen und da wollen wir rauf. Möglichst weit rauf. Ah ja, wunderbar. Jetzt sind wir ja schon ganz schön ein Stück weit gekommen. Und vom Wetter her sieht es ja gut aus. Da können wir, bis jetzt sieht man noch keinen Schnee. Wenn es ganz klar wird, dann wird es regnen. Ja, wenn es also diesig ist, dann ist es eigentlich. Da ist eigentlich ein gutes Wetter in Aussicht. Kann man auf dem Traktor überhaupt die Landschaft genießen? Ja, besser wie im Auto. Man sitzt hier, man sieht die Landschaft viel besser. Wir fahren nicht so schnell. Was auf den Feldern wächst, wie die Dörfer aussehen, das ist schon das Interessante an so der Art zu reisen. Die einzige größere Rast ist die Mittagspause. Da gönnen sich die beiden ein zünftiges Mittagessen in einem Gasthof direkt an der Landstraße, damit keine Zeit verplempert wird.
Und wie fährst du jetzt weiter? Wo kommen wir da? Jetzt kommen wir, fahren wir durch Weilheim, fahren wir durch. Und dann fahren wir Richtung Starnberger See. Kommen wir am Schliersee vorbei? Das geschieht noch heute Nachmittag. Der erste See am Wegesrand ist der Tegernsee. Den nehmen die beiden aber nur von der Ferne wahr, denn Zeit für Müßiggang haben sie nicht. Auch die Ufer des Schliersees werden nur gestreift. Und dann sind sie in Österreich. Dem wilden Kaiser folgt Kitzbühel mit seiner hübschen Innenstadt. Und auf einmal ist es passiert. Der Traktor von Gerhard verliert Öl und kann nicht mehr weiterfahren. Die Polizei sichert den Pannenort und die Feuerwehr beseitigt die Ölspur. Frau Kufstein hat irgendwie gehört, es stimmt was nicht. Da war ein Gerät dabei, wo nicht zum Schlepper gehört, zum Fahrer. Dann habe ich ja gesehen, kurz vorher, dass da ein Ölnebel ausspritzt. Und dann bin ich aber gleich da auf die Seite gefahren. Aber dann war die Sauerei ja schon nachgerichtet. Ja, dann habe ich die Feuerwehr gerufen. Jetzt lassen wir laufen. Da waren dann noch die Leitung gebrochen. Jetzt habe ich eine Werkstatt angerufen, ein paar Kilometer. Er hat gesagt, er schickt jemand her. Dann müssen wir gucken, ob wir das Leck da beheben können oder wie es weitergeht. Fest steht, der Traktor muss repariert werden. Ja, und wie die Reise letztendlich zum Großglockner weitergeht, das verraten wir Ihnen am Ende unserer Sendung. Sie haben es gemerkt, zurückfahren ist nicht ganz einfach, vor allen Dingen, wenn man noch so eine alte Leiterwaage kriegt. Da muss der Hansi schon ein bisschen links und rechts lenken. Nicht ganz so einfach. Deshalb gibt es richtige Traktortrainings, solche Rückfahrseminare und das ganz speziell auch für Frauen. Auf dem Elfingerhof vor den Toren Maulbronns ist heute Ladies Day. Das Motto: Frau trifft Maschine. Der Kurs: mit Traktor und Anhänger rückwärts fahren. Ein Seminar ausschließlich für Frauen. Wir machen das deswegen, weil wir den Frauen Gelegenheit geben wollen, in Ruhe und in einem geschützten Rahmen das Schlepperfahren mit Anhänger oder das Aufhängen von Maschinen zu lernen. Weil wenn sie auf dem Hof gebraucht werden, dann pressiert es meistens und dann hat keiner Geduld. Und deswegen versuchen wir uns einen Tag nur Zeit für diese Fragestellungen zu nehmen und das eben in dem geschützten Rahmen, wo praktisch nur Frauen für Frauen das anbietet. Auf jedem Schlepper sitzt eine Expertin, die die Fahrschülerinnen einweist und instruiert. Eine davon ist Andrea Seitschick. Meine Frauen haben ja manchmal auch ein bisschen Rechts-Links-Schwäche oder irgendwie so. Und ich finde, dann macht man sich so ein bisschen verrückt, wenn jeder schreit Rechts-Links oder so. Sondern man muss das angucken und dann intuitiv handeln und darauf auch vertrauen. Zuerst sollen sie ganz schlicht geradeaus rückwärts fahren und spüren, wie der Anhänger auf die kleinste Lenkbewegung reagiert. Vier Achsen hat das Gespann. Klingt nach einer kleinen Denksportaufgabe. Am besten gar nicht denken, sondern ein bisschen mit Gefühl und immer zu schauen, ob die Räder parallel zum Anhänger sind. Dann wird es besser. Den Kopf ausschalten hilft manchmal. Tina Silber aus Knittlingen kommt aus einer bäuerlichen Familie. Auch auf ihrem Hof bedienen noch traditionell die Männer das schwere Gerät. Früher als Kinder hat es uns der Opa immer gezeigt. Er hat immer Zeit und Geduld gehabt. Der lebt jetzt aber nicht mehr. Und die Männer, also mein Vater oder mein Bruder, die haben halt einfach nicht die Geduld oder die Zeit, das zu zeigen. Und heute hat sich halt angeboten, das ist nicht weit weg, wo ich wohne. Und man hat halt lauter Frauen um sich und keine Männer, die es dann besser wissen.
Und ja, macht auch Spaß. Nebenan ist der Traktor zwar kleiner, aber die Übung Rangieren in der Scheune richtig schwer. Fahrlehrerin Gertrud Bäuerle hat das im wahren Wortsinn von Kindesbeinen an gelernt. Ich bin halb Schlepperfahrer gelernt mit 5-6 Jahren, als ich noch gar nicht auf die Kupplung gehen als Kind. Und ja, auch dann noch über, von klein auf, daheim auf dem Hof, wir haben daheim einen Hof. Und da habe ich es halt gelernt, dann bin ich bloß mit der Kupplung, mit den Füßen auf die Kupplung gekommen und gar nicht auf die Bremse. So früh habe ich schon Schlepperfahrer gelernt. Ja. Jetzt geht der Wagen aus. Gertrud Bäuerle weiß, worauf es im Kurs ankommt. Aufs Verstehen. Vorsicht, Vater! Nicht so viel Gas geben, immer langsam ohne Gas, haben wir gesagt, fahrfahren. Wenn daheim, wenn die Männer das erklären, ich sage jetzt rechts, jetzt links, ja. Und die wissen aber nicht warum. Und heute geht es darum, dass sie das irgendwie verstehen, warum ich jetzt rechts lenken muss und warum ich links lenken muss oder warum ich geradeaus fahren muss. Und warum ich nochmal vorfahren muss. Zum Schluss dürfen sie dann auch mal klotzen statt kleckern. Beim Strohballen aufspießen. Das macht einfach nur Spaß. Fazit vom Frauentag mit Maschine. Es hat sehr viel besser geklappt, wie ich gedacht habe. Einfach weil meine Fahrlehrerin mir das wirklich toll und geduldig erklärt hat. Und man stand ja auch nicht irgendwie unter Zeitdruck oder so, dass das jetzt, was weiß ich, das Getreide muss jetzt rein oder so. Am besten übt man es alleine und lernt dann am besten aus seinen eigenen Fehlern, weil sonst heißt es immer rechts, links, rechts, links. Das gibt natürlich schon Konfliktpotenzial, aber deswegen alleine üben und dann kriegt man das Gefühl auch hoffentlich irgendwann raus. Außerdem, nächstes Jahr gibt es garantiert wieder einen Kurs. Ich bin jetzt im Auto- und Traktormuseum Uldingen-Mühlhofen am schönen Bodensee und meine sympathische Beifahrerin ist die Silvia Georgi. Sie kennt sich bestens hier aus im Museum, kennt jede Ecke und ich glaube, der Besucher, der kommt doch aus dem Staunen nicht mehr raus, wenn er hier reinkommt. Ja, also er erlebt hier eine faszinierende Zeitreise durch 100 Jahre Stadt- und Landleben. Wir haben hier über 200 Traktoren. Ob das angefangen ist beim Bergmann von 1906 oder die Allgäuer Traktoren, die Porsche-Traktoren, hier sind wir in der Landsecke. Es ist einfach toll für den Besucher, hier so viel zu entdecken. Der Landsbulldog, der feiert ja in diesem Jahr 100-jährigen Geburtstag. Und da ist ja quasi der Kult-Bulldog schlechthin. Es gibt ganz viele leidenschaftliche Sammler. Wir haben einen ganz jungen entdeckt, Christian Görlach. Er wohnt in Jettingen und er ist gerade mal Mitte 20 und hat schon 11 Exemplare. Christian Görlach bei seinem Hobby Oldtimer-Traktoren restaurieren. Eine Leidenschaft, die er mit seinem Bruder und seinem Vater teilt. In der Familienwerkstatt wird geflext, gefräst und gefeilt. Mit viel Liebe hauchen sie in ihrer Freizeit alten, heruntergekommenen Landsbulldogs neues Leben ein. Wir machen jetzt lagerwarm, dass sich das dehnt, dass man das ganz leicht über den Lagersitz schieben kann. Leicht ist die Arbeit nicht, aber gemeinsam sind sie stark. Es war halt alles ein wenig stramm, aber das muss auch stramm drauf sitzen. Die Kurbelwelle und der Kolben sind das Herzstück des Traktors. Da muss alles millimetergenau passen. Das ist ein Lanz 2806, den habe ich gekauft vor 2 Jahren an Ostern und der war aber fertig, der ist auch gelaufen, nix. Und den habe ich radikal komplett zerlegt, alles neue Lager im Getriebe, Bremse gemacht, Vorderachse hat mein Bruder mir gemacht und ja, Blechteile neu anpassen jetzt und so, neue Reifen sind drauf. Ich reibe jetzt die Zylinder, die Lauffläche schon mit Öl ein, dass der Kolbe einfach so reinläuft, weil sonst klemmt er oder verklemmt sich und so läuft einfach geschmeidig rein. Hoffen wir es mal. So, hast du ihn? Weiter drehen ein bisschen nach rechts. Ich habe noch ein bisschen. Jawohl, jetzt weiter. Weiter
Weiter, 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 weiter. Gut, bleib ich da. Wo ich den Bulldog gekauft habe, war der Zylinder nach innen, hatte der einen Frostschaden. Und dann war der kaputt, dann hat man neue Zylinder gekauft und dann hat der Kolben nämlich zum Zylinder passt. Und deswegen hat man jetzt auch einen anderen Kolben und den Zylinder geschliffen, dass das alles wieder zusammenpasst, dass der Kompression halt sauber rund läuft. Da habe ich letztes Jahr im Oktober habe ich mal angefangen auseinander zu machen. Ich denke mal, dass auf nächstes Frühjahr wird er fertig sein. Zu dritt geht es immer am besten. Weil allein ist man bei so etwas machtlos. Lanz Bulldogs sind die große Leidenschaft der Männer und jeder besitzt ein Schmuckstück. Also das ist mein erster Bulldog gewesen. Den habe ich gekauft 1987, am 27. Januar damals. Der war komplett Schrott. Der ist Baujahr 35, hat 38 PS. Ist der 25, 26 original gelaufen und wo wir den auch gerichtet haben, sind halt natürlich kaputte Zahnräder rausgekommen und hat man halt noch gleich ein bisschen schneller gemacht. Jetzt läuft er so seine 3,34. So, das ist mein Bulldog, das ist ein Pamba, das ist ein argentinischer Lizenzbau von Lanz. Den habe ich gekauft, als ich 16 war. Der war komplett Schrott, also wirklich alles, überall Moos drauf. Und ich habe 4 bis 5 Jahre gebraucht, um den zu restaurieren. Da ging einiges an Zeit und Nerven vor allem sind da drin, stecken drin in dem Bulldog. Genau, aber jetzt sieht man das Ergebnis. Jedes Mal, wenn ich mit dem fahre, bin ich glücklich und strahl. Die größte Sammlung der Familie hat Christian Görlach. Mit 27 Jahren besitzt er bereits 11 Lanz Bulldogs. Also das ist mein erster. Den habe ich gekauft 2008 von meinem Konfirmandengeld. Und der war auch total Schrott eigentlich. Und das ist ein D2806 Umbau-Bulldog. Das ist ein Lanz D8506 mit 35 PS, Baujahr 49. Das ist mein Liebster sozusagen. Der hat 10 Liter Hubraum auf einem Zylinder. Den habe ich in Pflege quasi bei mir. Der gehört einem älteren Mann. Und ich darf halt fahren mit ihm und halten in Ehre. Mit dem fahre ich am liebsten überall noch auf Bulldog-Treffen. Ja, das ist halt mein Bulldog. Das ist ein Glühkopf, da haben wir die Lötlampe dazu, die Heizlampe. Und da wird er angeheizt und es dauert so ja, 4 Minuten rum, so in die Richtung, bis alles tut. Und dann schmeißt man an und dann hoffen wir, dass er läuft. Und tatsächlich, er läuft. Christian hat den Dreh raus. Und als Lanz-Fan hat er nicht nur Traktoren, sondern auch historisches Zubehör wie diese Dreschmaschine, die immer noch einwandfrei funktioniert und wie damals vom Traktor angetrieben wird. Und die trennt dann das Korn vom Stroh. Ein besonderes Highlight sind die Ausfahrten mit Freunden, die auch vom Lanz-Virus befallen sind. Ja, es läuft einwandfrei natürlich. Alle Bulldog laufen, funktioniert alles. Wunderbar. Ist es wichtig, dass ein Traktor auch läuft? Ja, natürlich. Zum Nachstellen braucht man keinen Bulldog. Man muss ja auch fahren kennen damit. Und das können Sie. Dank der guten Pflege durch die Familie Görlach. Ja, hier im Traktormuseum, da kann man unglaublich viele verschiedene Modelle bestaunen. Wenn man jetzt aber Lust hat, mal so einen alten Traktor selbst zu fahren, tja, da haben wir den richtigen Tipp für Sie. In Nesselwagen im Allgäu, da kann man sich so einen Traktor nämlich leihen. Ja.
Eine Langpartie durchs Allgäu mit 15 Stundenkilometern. Viel schneller ginge es auch gar nicht, denn die beiden Traktoren sind Landmaschinenveteranen und über 60 Jahre alt. Vermietet werden die Oldtimer von Michael Strobel aus Nesselwang. Der Eicher, Baujahr 1955, ist gerade von einer vierstündigen Ausfahrt zurück. Alle 100 Betriebsstunden Ölwechsel. Vier Traktor-Oldies hat Michael Strobel von Grund auf restauriert. Aber die Schätze müssen ja bewegt werden. Und ich habe auch noch andere Oldtimer. Und mit der Zeit fehlt einfach die Zeit für so viele Fahrzeuge, dass die bewegt werden, dass die gepflegt werden und so weiter. Und dann ist mir halt die Idee gekommen, Traktor fahren kann eigentlich jeder. Also jedenfalls war es früher so. Und ich lass halt andere fahren. Und die zahlen noch dafür. Das hilft mir, das Hobby zu finanzieren. 2 bis 8 Stunden Traktormiete kosten zwischen 60 und 160 Euro. 12 Routen stehen zur Auswahl, 16 bis 51 Kilometer lang. Ich habe halt die Routen danach ausgearbeitet, dass die Leute weg sind von den Hauptstraßen. Also es ist alles auf Nebenstraßen. Wo man mit dem Auto eigentlich gar nicht auf die Idee kommt, das Allgäu zu erkunden. Ich möchte lieber Käse kaufen, ich will lieber einkehren, ich möchte einen schönen Ausblick haben oder so. Oder ich möchte mal in einen Weiher reinhupfen. Der entschleunigte Traktorausflug im Allgäu beginnt mit einer technischen Unterweisung, so wie für diese beiden Ehepaare, die aus der Nähe von Augsburg angereist sind. Wenn ihr die Handbremse anzieht, holt ihr euch die letzten Rasten, indem ihr nochmal mit dem Fuß einen ordentlichen Tritt gebt. Machen Sie mal. Und zack, noch ein wenig. Ein wenig geht noch. Bei euch beiden ist es ja so, ihr fahrt an in dem Gang rechts vorne. Bei euch beiden heißen sie 5 und 6, die zwei großen Gänge. Die Fendt-Schaltung hat das Doppel-H. Hinten die langsame Gruppe, vorne die schnelle Gruppe. Wir bleiben vorne in der schnellen, damit sie mir heute auch wiederkommen. Zack, zack. Die langsame ist die gesperrt? Oder? Die ist nicht gesperrt. Nicht gesperrt, ja. Also wenn man unbedingt wollte, könnte man da auch hin. Nach der Theorie die Praxis. Kurz Fahrstunde einmal um den Block, bevor es auf große Fahrt geht. So, dann fahren wir gleich ein wenig schneller. Eigentlich habe ich überhaupt keinen Bezug zu Traktoren. Ich habe eher Bezug zu Sportwegen. Aber mir gefällt es halt so, entspannt und mal langsam durch die Gegend zu fahren. Entspannt und langsam durch die Allgäuer Landschaft. Für die Bauern von heute auf ihren Agrarschlachtschiffen unvorstellbar. Aber für den roten McCormick und das grüne Fendt Dieselross sind 15, 16 Stundenkilometer ein normales Tempo. Wie damals, vor über 60 Jahren. Eine frühherbstliche Vergnügungstour durch die Voralpenlandschaft zwischen Nesselwang und Füssen. 4 Stunden haben die Freunde eingeplant für die 32 Kilometer lange Route. Zur Halbzeit kommt der über 2000 Meter hohe Säuling ins Bild. Ein Wahrzeichen des Ostallgäus. Ort und Zeit sind ideal für einen spontanen Stopp zur Brotzeit. Es läuft klasse, es läuft super. Wetter ist ideal. Strecken sind sehr schön, einwandfrei. Und jetzt haben wir Hunger. Nicht davon das Ziel da hoch, oder? Ich weiß nicht, ob meine Frau pflegen oder nicht. Und dann heißt es wieder einpacken, aufsitzen und weiterfahren. Denn es gibt noch so viel zu sehen. Ein Verfahren, eine Irrfahrt sind praktisch nicht möglich. Traktorvermieter Michael Strobel hat alle ausgetüftelten Routen fest in ein Navi einprogrammiert. Und dann zeigen die Traktor-Oldtimer, dass sie auch Kletterqualitäten haben. Es geht auf die Schlossbergalm, über 1000 Meter hoch gelegen. Ein abschließender Einkehrschwung und ein Resümee. Es ist definitiv so, dass es mal was ganz anderes ist, weil man mit einer geringen Geschwindigkeit, mit 15 Stundenkilometer, einfach mehr Zeit hatte, das, was einen da begleitet, entsprechend auch zu betrachten. Und das war wunderbar.
Was auch ganz wunderbar ist, die Leute winken einem zu, die sind alle total begeistert, jeder kommt sofort auf einen zu. Und was neu ist, man muss sich beim Traktorfahren wirklich warm anziehen, weil man unterschätzt es total. Draußen hat es vielleicht 20 Grad, aber oben hat es wirklich gefühlte 15, 16. Aber es ist traumhaft schön. So, jetzt habe ich hier mal ganz schnell noch die Ventile eingestellt und dann müsst ihr wieder schnurren. Also wer einen Oldtimer-Traktor besitzt, der braucht natürlich auch eine dementsprechende Werkstatt dazu. Und bei dieser tollen Traktorreise vom Eugen und vom Gerhard, da musste man zwischendurch auch mal ein bisschen reparieren und schrauben. Wie dann letztendlich die Fahrt auf der Großglockner Hochalpenstraße geendet ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Noch stehen Eugen und Gerhard, die beiden Traktormobilisten, vor den Toren Kitzbühels. Aber Hilfe naht. Ein junger Monteur vom Fach versucht sein Glück. Die beiden möchten schnell weiter. Also hilft nur improvisieren. Die kaputte Leitung wird direkt am Straßenrand geflickt. Und tatsächlich, es klappt. Nach 3 Stunden Zwangsaufenthalt können die beiden ihre Reise fortsetzen und wieder Richtung Großglockner weiterfahren. Der erste Berg wird ohne Probleme genommen. Die Leitung ist dicht. Weit ist es jetzt nicht mehr und die Vorfreude steigt. Mensch, Regen, euch auch Schnee. Lange Schnee, auf dem Großglockner. Richtig viel. Anfang September. Meister hat es heute nachgeschneit. Ja, ja, das, was da oben ist, das hat es. Echt? Nicht mehr. Ja. Wenn wir sehen, ob die Straße frei ist, wenn wir drauf fahren. Dann ist es endlich geschafft. Nach fast 400 Kilometern und 2 ganzen Tagen Fahrt. Die Großglockner Hochalpenstraße ist endlich erreicht. Und die beiden lassen es krachen. Das ist so ein Gefühl, wenn man rauffährt, man fährt in den Himmel. Hört gar nicht mehr auf. Die knappe 3000 Meter ist imposant. Imposante Kulisse, ja. Fast so, wie wir es vorgestellt haben. Da, diese Schneereste, die dunkle Schneereste in diesen Einschnitten drin, das ist noch Schnee vom letzten Jahr. Der dreckige sozusagen. Der dreckige Schnee, der ist noch vom letzten Jahr. Aber da hier oben ist der helle, das ist schon Neuschnee. Born to be wild. Die Passhöhe ist bereits erreicht, aber die beiden wollen noch zum höchsten mit dem Traktor erreichbaren Punkt, die Edelweißspitze auf 2500 Meter. Jetzt haben wir es geschafft. Super. Den nächsten Punkt der Reise erreicht. Und wenn das unsere Vorfahren geerntet haben, wir mit den Schleppern, wo die ersten Schlepper kauften, dass wir solche Strecken machen, die Tente um den Kopf zusammengeschlagen. Und ich habe gesagt, die sind verrückt. Ja, das war's mit unserer Traktorleidenschaft. Alle unsere Sendungen können Sie ja ganz einfach auf der ARD-Mediathek oder in YouTube nachschauen. Da gibt es dann ganz tolle Treffpunkt-Tipps für die Freizeit. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob der Eugen es noch schafft, dieses Vehikel zum Fahren zu bringen, weil er hat mich eingeladen auf eine Spritztour. Ich sag derweil, danke fürs Zuschauen und Ade.